kennst du diese Situation? Erzählen Sie doch ein bisschen was über sich. Was sind zum Beispiel Ihre Hobbys? Hobbys? Ja, also ich mag... Was mag ich überhaupt? Schoki. Ja, aber das ist kein Hobby. Tanzen vielleicht? Oder so. Nein, ich kann nicht, aber macht doch auch Spaß. Nein, ich hasse Kochen. Nee, Kartoffeln. Und deswegen habe ich euch auf Instagram nach euren Hobbys gefragt. Schreibt mir das sehr gerne, wenn ihr mal hinter die Kulissen schauen oder bei Videos mitbestimmen wollt. Und mit euren teils sehr speziellen Hobbys richten wir jetzt dieses schicke Häuschen ein. Wir starten natürlich wie immer mit der Küche, schnappen uns das Glücksrad mit all euren Antworten und die Küche bekommt das Hobby Basteln, Häkeln, Stricken und Nähen. Ja, Freunde, ich weiß, das sind viele verschiedene Hobbys, aber ich dachte, die kann man sehr gut kombinieren und ich habe auch schon eine richtig tolle Idee im Kopf. Ich will, dass diese Küche hier so richtig süß wird. Dafür ändern wir als allererstes jetzt mal die Wandfarbe. Wir machen aber nur die Hälfte des Raumes. Hier hinten kommt nämlich später noch ein Esszimmer hin. Als nächstes schnappen wir uns passende Theken. Denn ja, es geht zwar um die kreativen Hobbys, basteln, stricken, nähen und so weiter, aber im Endeffekt ist es immer noch eine Küche. Aber apropos kreativ, wir werden uns mit den Farben hier jetzt so richtig austoben. Denn weiß, schwarz oder beige kann jeder. Aber wer richtig mutig ist, hat halt einfach so eine Küche. Aber das ist erst der Anfang. Natürlich kaufen wir auch einen quietschgelben Kühlschrank. Hier unten platzieren wir dann auch noch ein paar Fenster. Und bis jetzt finde ich es eigentlich ganz schön. Aber bis jetzt hat es noch gar nichts mit unserem Hobby zu tun. Und deswegen drücken wir jetzt auf Hobby und Fähigkeiten und suchen hier jetzt die passenden Gegenstände raus. Das Kreuzstichset zum Beispiel. Oh, mit dem haben wir die letzte Zeit so viel Tolles erlebt. Und da fällt mir gerade ein, wir haben natürlich auch noch das Sims 4 Pack Schick mit Strick. Irgendwie klingt das ein bisschen sass. Aber das gibt es wirklich. Oh, aber ich besitze es offensichtlich nicht. Gebt mir 2 Sekunden. In der Zwischenzeit könnt ihr sehr gerne eure allerliebsten Hobbys in die Kommentare schreiben. Und vielleicht ein Like dalassen. Danke. Hobbykünstler Dielentisch, Strickkorb, Tischwebstuhl. Okay, diese Objekte sind gerade wirklich mehr als perfekt für uns. Den Hobbytisch packen wir am besten hier rüber. Und diesen Tisch hier könnten wir ja als Kochinsel benutzen. Davor ändern wir aber noch die Farbe. Und wie wäre es, wenn wir davon 2 platzieren? Doch, das sieht eigentlich ganz cool aus. Dann verteilen wir die Deko noch überall im ganzen Raum. Und was ist das? Absolut perfekt ist das. Oh, wie schön. Da ist sogar eine verpixelte Heißklebepistole. Wir machen die Tafel aber ganz klein und platzieren sie hier oben. Und dann fehlt eigentlich nur noch Miss Knautschgesichts Stricksammlung. Und natürlich ein Teppich. Mama Mia, stellt euch vor, ich hätte den jetzt vergessen. Skandalös. Und damit sind wir fertig mit unserer kreativen Bastel-, Strick- und Häkelküche. Ich finde sie wirklich unglaublich süß. Und wir machen direkt weiter mit dem Esszimmer. Und das Esszimmer bekommt das Hobby Singen. Oh, wie schön. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn wir daraus allgemein Musik machen. Und wie cool wäre es, wenn wir da jetzt eine Bühne reinbringen. Als allererstes streichen wir aber wieder die Wände. Zumindest bis hierher. Hier drüben habe ich nämlich was anderes im Kopf. Dafür bauen wir jetzt aber wirklich eine Bühne. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Und ja, vielleicht haben wir jetzt ein gigantisches Loch im Boden. Aber ich muss natürlich noch die ganzen Kabel verlegen. Hier, das ganze Equipment, das jetzt auf die Bühne kommt. Das hier ist auch ein bisschen Leben am Limit. Lieben wir zwar sehr, aber ich glaube, so ist es schon besser. Aber jetzt müssen wir die Bühne noch so richtig aufpimpen. Mitten im roten Boden zum Beispiel. Und rote Vorhänge dürfen auch nicht fehlen. Ah, Freunde, es ist schon echt cool. Aber irgendwie beißt es sich auch sehr mit der Küche. So sieht das Ganze schon besser aus, aber nee, Freunde. Da fühle ich die Bühne nicht so. Und Musik muss man ja fühlen. Und deswegen müssen wir heute einfach damit leben, dass das Rot sich ein bisschen mit der Küche beißt. Aber wir wollten heute ja auch mutig sein. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Platz, wo man essen kann. Oh, wie schön, hier haben wir sogar die passenden Farben zur Küche. Und es ist eigentlich schon ziemlich cool, wenn man hier isst und gleichzeitig Live-Musik bekommt. Solange es halt nicht so klingt. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die passende Deko auf dem Tisch und an den Wänden. Und fertig ist unser musikalisches Esszimmer. Und wir machen natürlich direkt weiter mit dem Wohnzimmer. Das ist irgendwie echt riesig. Und bekommt das Hobby Videospiele. Ah, wie cool. Und oh mein Gott, bin ich gerade froh, dass wir so viel Platz haben. Den brauchen wir jetzt natürlich für ganz viele Geräte. Und dann starten wir direkt am besten mit einem bequemen Sofa. Das hier können wir zum Beispiel sogar selber zusammenstellen. Und damit natürlich so groß machen, wie wir wollen. Und was ist das? Ein Fenster? Habt ihr hier was Unnötigeres gesehen? Zumindest in einem Gamingzimmer. Wir hängen da gleich einen Vorhang drüber. Gerade suche ich aber noch was Cooles für die Wand. Vielleicht das hier? Nee. Dann vielleicht so? Ah, Freunde, ich habe was im Kopf. Oh, wobei diese Wand ziemlich cool ist. Und vielleicht habe ich auch nochmal das Sofa ausgetauscht. Aber jetzt wird es endlich Zeit, dass wir zur Sache kommen. Wir schnappen uns einfach direkt den allergrößten Fernseher. Der ist vielleicht doch ein bisschen zu groß. Wir schrumpfen ihn. Und so passt er jetzt wirklich perfekt dahin. Und als nächstes holen wir uns alle Spielekonsolen, die es gibt. Oh, war das schon alles? Nee, wir haben auch noch die Spielematte. Oh, und natürlich das Ding hier. Das braucht aber wirklich unglaublich viel Platz. Und schrumpfen kann ich es leider nicht. Schwierig. Ach, wisst ihr was? Wir platzieren das Ding einfach im Eingangsbereich. Aber was zur Hölle ist das? Also, Sims, bei aller Liebe, aber das, wow. Einfach nur nein.
Unsere Konsolen bekommen dann natürlich auch noch einen schönen Tisch. Einen schönen Tisch platzieren wir dann auch noch hier in der Ecke. Mit dem passenden Stuhl. Und einem richtig nicen Computer. Aber das war's natürlich noch nicht. Wir haben hier jetzt nämlich zum Beispiel auch noch zwei Drohnen. Und auch ein paar Tablets dürfen nicht fehlen. Dann platzieren wir auch noch ein bisschen Deko an den Wänden. Die richtige Beleuchtung ist in dem Gamingzimmer auch sehr wichtig. Aber damit sind wir fertig mit dem Gaming-Wohnzimmer. Und auch mit dem kompletten allerersten Stock. Seid ihr bereit für Stock Nummer 2? Hier machen wir nämlich direkt weiter mit dem Badezimmer. Und das Badezimmer bekommt das Hobby Fitnessstudio. Oh. Das Hobby ist zwar mega cool, aber das wird jetzt echt interessant. Jetzt seht euch mal an, wie klein dieser Raum ist. Aber ich glaube, ich sehe schon, was wir draus machen. Hier hinten kommt einfach das ganze Badezimmer hin. Und hier vorne platzieren wir dann die Geräte. Let's go. Eigentlich bräuchten wir ja so Klokabinen wie im Fitnessstudio. Oh, aber das... Nee, Leute, das geht auf gar keinen Fall. Aber vielleicht, wenn ihr hier einfach zumacht, dann platzieren wir nämlich das Klo hier drinnen. Und so hat man definitiv genug Privatsphäre für seine Geschäfte. Und hier drüben passt auch noch eine Dusche hin. Die Wände hier drinnen würde ich jetzt aber mal zu Beton ändern. Das wirkt modern. Fitnessstudios sind ja in den meisten Fällen sehr modern eingerichtet. Aber jetzt kommt die allerwichtigste Frage. Wie viele Geräte bekommen wir da jetzt rein? Okay, eines hat auf jeden Fall mal Platz. Aber passt hier noch ein zweites? Oh, könnte? Nee? Gefreut. Aber vielleicht, wenn wir den Boxsack benutzen. Ja. Und daneben hat dann tatsächlich auch noch ein Waschbecken Platz. Und da dürfen natürlich auch Spiegel nicht fehlen. Damit man die guten alten Fitti-Fotos machen kann. Und dann legen wir hier am Boden auch noch ein paar Matten aus. Damit der Boden zum einen nicht kaputt geht. Und oh mein Gott, das war eine richtig gute Idee. Das sieht halt gerade wirklich aus wie im Fitnessstudio. Dann klatschen wir auch noch ein paar sehr motivierende Sprüche an die Wand. Genauso wie Tücher zum Geräteabputz, Handtücher und Klopapier. Und das war's auch schon mit unserem Sportbadezimmer. Und wir machen direkt weiter mit unserem Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer bekommt das Hobby Kochen. Das kann ja nur lustig werden. Aber ganz ehrlich, was gibt es Besseres als Schlafen und Essen? Die absolut perfekte Kombi. Und ich habe auch schon eine richtig gute Idee. Dafür brauchen wir jetzt aber als allererstes mal ein Bett. Und jetzt werden wir die Theken hier ringsherum platzieren. Ob das eine gute Idee ist? Es ist schon ein bisschen eng. Aber vielleicht wird es besser, wenn ich die Farben ändere. Es könnte vielleicht wirklich noch was werden. Was wir aber auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Kühlschrank. Wow, ein Kühlschrank neben dem Bett. In diesem Video werden wirklich noch Träume wahr. Gegenüber vom Kühlschrank platzieren wir jetzt aber auch noch einen Herd. Und wie sie sich jetzt gegenüberstehen. Sieht fast aus wie in so einem Western. Aber Freunde, ich muss zugeben, ich finde den Raum bis jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir im ganzen Raum jetzt auch noch Küchenobjekte platzieren. Dann füllen wir aber auch noch die ganzen Regale hier mit Küchenzeugs. Tassen, Teller, Gewürze und so. Dann platzieren wir auch noch das Allerwichtigste. Nach einer Kartoffel natürlich. Und ich würde sagen, das war's mit unserem kulinarischen Schlafzimmer. Was sagt ihr dazu? Ich persönlich würde sagen, wir machen jetzt das allerletzte Zimmer. Das Kinderzimmer. Und das Kinderzimmer wird ein tierisches Zimmer. Mit Haustieren spielen. Okay, Freunde, aber wie viele Haustiere bekommen wir jetzt in diesen relativ kleinen Raum hier rein? Wir starten als allererstes mal mit einem Hochbett. Unter dem Hochbett können wir nämlich ein Tier platzieren. Ein Igelchen zum Beispiel. Da werde ich direkt wieder traurig. Und haben wir eigentlich irgendeine Tapete, wo Tiere drauf sind. Ja, hier. Hier sind Hasen drauf. Nehmen wir. Ein Kind braucht aber natürlich auch noch einen Schreibtisch, damit es immer brav seine Hausaufgaben machen kann. Aber ich glaube, mehr braucht ein Kind einfach nicht. Keine Sorge, Freunde. Der Kleiderschrank steht draußen im Flur. Aber was ein Kind jetzt auch noch unbedingt braucht, sind ganz, 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 ganz viele Tiere. Sagt das gerne euren Eltern. Sorry an alle Eltern. Wir schnappen uns jetzt etwas für Katzen und dann auch noch etwas für Hunde. Wir brauchen dann natürlich alle auch noch einen Platz, wo sie essen können. Und einen Platz, wo sie aufs Klo gehen können. Damit den Tieren nicht langweilig wird, bekommen sie auch noch ganz viele Spielsachen. Über die man ganz sicher drüber stolpert und sich ganz entspannt ein Bein bricht. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein Frosch namens Friedrich der Vierte. Frag mich bitte nicht, was mit den anderen drei Friedrichen davor passiert ist. Und falls ihr wissen wollt, was passiert, wenn man mit allen 42 Tieren, die es bei Sims 4 gibt, zusammenlebt, dann schaut jetzt gerne hier vorbei.